Hola Leute, willkommen zu einer neuen Filmkritik. Es ist bald so weiter. ich bin hyped, ey. Justice League Snyder Cut steht kurz bevor. Also wenn das Video rauskommt, morgen, glaube ich. Wenn ich hier alles richtig kalkuliere, müsste morgen der Snyder Cut rauskommen. Und holy shit, ich bin super hyped. Ihr seid super hyped. Also wirklich, die Kommentare sind sogar unter Videos, die nichts mit Justice League zu tun haben, sind Kommentare über Justice League. Also es ist insane. Heute schauen wir uns aber einen anderen Film von Zack Snyder an, und zwar Watchmen. Das ist einfach mal eine der besten Comic-Verfilmungen ever. Ein unfassbar guter Film, der echt ein bisschen underrated ist. Und den habe ich mir jetzt nochmal im Ultimate Cut angeschaut. Also auch hier ähnliche Situation wie bei Justice League. Aus der kurzen Version jetzt die 3,5-Stunden-Version. Also ich habe mich körperlich schon mal vorbereitet für die 4 Stunden. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, 4 Stunden werden hart. Ich fand 3,5 Stunden schon hart. 4 Stunden wird heftig. Ich muss eine Pause machen und nicht nur so eine 5-Minuten-Pause, sondern irgendwie am besten eine Schlafpause. Ich bin gespannt. Aber Leute, bevor wir in die Kritik reingehen, will ich noch ein paar Worte loswerden, weil ich das echt einfach, ich muss es einfach sagen, weil ich da super stolz auch drauf bin, ist, eure Kommentare unter der WandaVision-Kritik waren einfach perfekt. Also ich bin so froh, euch als meine Community bezeichnen zu können. Das ist so nice einfach. Ich habe ja in meiner WandaVision-Kritik schon recht kritisch über die Serie geredet, die ja von sehr vielen geliebt wird. Und obwohl ihr die Serie noch mehr gefeiert habt als ich, habt ihr super nice das Ganze verargumentiert. Und da war wirklich kein Kommentar, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, kein Hate-Kommentar drunter, kein böser Kommentar, kein dämlicher Kommentar. Das waren alles super gut verargumentierte, schön geschriebene Kommentare, übel lang teilweise. Ich habe mir das alles durchgelesen und, glaube ich, auf alles geantwortet. Also ich antworte immer auf alles. Kann sein, dass jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ich noch ein bisschen hinterherkommen muss jetzt danach. Aber nee, das wollte ich nur sagen. Also ich danke dafür. Es ist schön, schön da durch die Kommentarsektion sich durchlesen zu können. Und jetzt, let's go mit Watchmen. The world will look up and shout, save us. And I'll whisper, no. Also kommen wir ganz kurz zum Plot des Films. Ich werde auch hier spoilerfrei sein, weil ich denke, einige von euch haben den noch nicht gesehen und ihr solltet es auf jeden Fall nachholen. Deswegen werde ich hier echt aufpassen, dass ich hier nicht zu viel verrate. Ich bin sowieso super schlecht in Inhaltszusammenfassung. Also das ist besser so, dass ich nicht so viel darüber reden muss. Also es geht am Anfang direkt mit einem Mord los. Der Comedian wird gekillt und es ist eine sehr weirde Situation, weil eigentlich die Watchmen gar nicht mehr aktiv sind. Sie waren aktiv im Vietnamkrieg. Amerika hat dadurch den Vietnamkrieg gewonnen. Also Watchmen ist auch so ein Film, so ein bisschen wie die X-Men-Filme, wo wir so Ereignisse, wirklich historische Ereignisse aufgreifen und in einem anderen Universum auserzählen, ne? Und in dem Fall ist das eben ein Universum, wo die Watchmen existiert haben. Die sind jetzt aber im Ruhestand, bis auf einer. Ja, streng genommen 2, aber ich bleib mal bei dem einen. Und das ist Rorschach. Rorschach kriegt von diesen Morden mit. Und es bleibt nicht beim Comedian-Mord. Es geht noch weiter. Es werden also inaktive Watchmen gekillt. Und die Verschwörung, die muss aufgeklärt werden. Das ist der eine Handlungsstrang. Der andere Handlungsstrang dreht sich so ein bisschen um Dr. Manhattan, der auch aktiv unterwegs ist. Zwar nicht mehr als Teil der Watchmen, aber er ist einfach die Superwaffe der Vereinigten Staaten. Und er ist allein dafür verantwortlich, dass es zu keinem Krieg kommt. Denn der Kalte Krieg, der ist am Start, aber die Atomraketen, die werden noch zurückgehalten. Von Russland, von Amerika. Man wartet doch, jeder will auf diesen verdammten Knopf drücken. Aber es gibt eben noch Dr. Manhattan und der ist einfach stärker als jede Atomrakete. Deswegen lässt man das lieber noch. Ja, mehr will ich eigentlich nicht sagen. Die Dinge werden natürlich einen anderen Verlauf nehmen, wie geplant. Dr. Manhattan wird Dinge tun, die man so nicht erwartet. Rorschach auch. Und es ist einfach so gut geschrieben. Es ist natürlich basierend auf dem Comic Watchmen von Alan Moore aus dem Jahr 1986. Ein absolutes Meisterwerk. Und diese Comic-Verfilmung ist einfach 1:1 der Comic. Und das ist perfekt. Aber ich verstehe, also wir fangen direkt beim Positiv an, weil ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, dieser Film zeigt mir wieder, warum Batman wie Superman eigentlich so viel besser hätte sein können. Batman wie Superman ist ja ein Film, der ist ja an The Dark Knight Returns orientiert. Das ist fast eine 1:1-Verfilmung von Dark Knight Returns bis auf Lex Luthor
und Doomsday. Und ich verstehe einfach nicht, warum man nicht gesagt hat, Zack Snyder, hier, nimm den Comic und verfilm ihn einfach so, wie du Watchmen verfilmt hast, so wie du 300 verfilmt hast. Und es wird ein Meisterwerk. Man hat es nicht gemacht und ich check bis heute nicht, warum. Also man muss an der Story halt wirklich nichts ändern. Also jeder Drehbuchautor, der da reingeht und irgendwie noch ein paar Sätze korrigieren will, der gehört wirklich sofort gefeuert einfach. Also es ist echt, ach, es ist so gut. Also wir haben ja zum einen wunderbare Charaktere, die richtig weird sind. Es erinnert teilweise so ein bisschen an Kick-Ass. Das sind nämlich keine overpowerten Superhelden, die irgendwie fliegen können und super stark sind. Also das sind ziemlich normale Menschen. Dr. Manhattan mal ne, zur Seite gestellt. Ich meine, der Typ ist einfach Gott. Auch dieser Charakter, super nice. Naja, aber ich bleibe jetzt nochmal bei den weirden Superhelden. Wir haben Night Owl, wir haben Rorschach, wir haben Silk Spectre, wir haben Ozymandias und den Comedian. So, das sind so die Hauptcharaktere. Und wenn man sich das mal anschaut, der Cast dahinter, ne, also die Schauspieler, die diese Charaktere spielen, die sind auch nicht besonders bekannt gewesen zu der Zeit. Heutzutage kennen wir natürlich Patrick Wilson und Jeffrey Dean Morgan auch ein bisschen, der übrigens Thomas Wayne spielt im DC Extended Universe. Das ist ziemlich cool. Hier spielt er Psychopathen und bei DC-Filmen Thomas Wayne. Nee, aber der Cast ist super unbekannt. Dann spielen sie auch noch Superhelden, die man so nicht kennt, ne? Die sind nicht normal, die sind weird, die sind Soziopathen, die sind teilweise sehr normal, also erstaunlich normal. Und dann kommt eben noch der Faktor Dr. Manhattan dazu, der auch so faszinierend ist. Also der ist wirklich, ja, ich will da nicht spoilern, aber im Laufe des Films geht es natürlich auch darum, ist er noch ein Mensch, ist er noch auf der Erde, ist er auf der Seite der Vereinigten Staaten oder macht er doch sein eigenes Ding? Können wir auf ihn mit ihm rechnen? Können wir ihm vertrauen? Das ist eine super interessante Charakterentwicklung durch den Film hindurch. Dann haben wir Rorschach, der einfach irgendwie Batman ist, nur teilweise noch cooler. Rorschach wird von einem kleinen Schauspieler gespielt, aber holy shit, ist Rorschach badass. None of you seem to understand. I'm not locked in here with you. Und dann haben wir eben mit Night Owl jemand, der so ein bisschen mit sich selber zu kämpfen hat, der nicht genau weiß, bin ich jetzt, will ich nochmal ein Held sein oder nicht? Also wir haben hier, wie ihr sehen könnt, sehr viele Charaktere, ja, also 5 mindestens und dann gibt es noch ein paar, die nebenbei mit am Start sind. Und das Besondere ist, und das finde ich an diesem Film eben auch richtig gut, ist, dass dieser Film es schafft, ein Ensemble easy ohne Origin-Filme einfach durch diese Story durchzuführen. Und ich check nicht, warum Leute immer noch, wenn sie Avengers sehen, wenn sie Justice League anschauen und das kritisieren und dann sagen, naja, in Justice League haben wir jetzt 5 Charaktere und die hatten ja keine Origin-Filme, ne? Deswegen wird dieser Film nicht funktionieren. Was ein Quatsch, ey, ohne Witz. Dieses Argument, es ist einfach falsch. Du kannst natürlich eine Story mit vielen Charakteren erzählen und jeder Charakter bekommt eine gute Szene, jeder Charakter hat Einfluss auf die Geschichte. Hier in Watchmen, das ist einfach der Beweis. Jeder Charakter hier macht etwas, entwickelt sich, hat Badass-Momente und es ist niemand nutzlos und schaut nur zu, sondern jeder hat eine Aufgabe und das wird ineinander verflochten zu einer so nicen Geschichte, wo Politik eine Rolle spielt, wo auch ein bisschen Glauben eine Rolle spielt und irgendwie alles ist so drin. Wir haben düstere Detective-Stories auch noch mit am Start, Beziehungsdramen, ey, es ist so packed, es ist düster, es ist gritty. Ah, oh, so gut. It's a joke. It's all a joke. Watchmen sieht doch einfach so gut aus. Ich meine, ihr habt jetzt ein paar Szenen schon gesehen. Hoffentlich, ich versuche wirklich hier viel reinzuschneiden. Ich hoffe, YouTube ist gnädig und lässt es durchgehen. Aber ich will euch wirklich den Film zeigen für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, wie übel schön. Das ist wirklich optisch ein Meisterwerk. Also was Zack Snyder kann, ist eben genau das. Dass ein Film gut aussieht. Das hat er mit Man of Steel bewiesen. Es gibt keine besseren Superhelden-Action-Szenen als in Man of Steel. Bei Watchmen ist es einfach dieses düstere, diese wirklich dreckige Welt, wie das alles inszeniert ist, auch top. Und bei 300 haben wir natürlich auch Action, aber auch wie teilweise Frames aussehen wie Gemälde. Aber da kommen wir im nächsten Video zu 300. Nee, aber Watchmen, wunderschön. Dann auch die Slow Motions, kombiniert mit der Musik. Also es ist wirklich, Bob Dylan ist hier am Start. Simon & Garfunkel singt hier auch bei der Beerdigung des Comedians. Die Musik ist einfach top-notch. Mit den Bildern zusammen, ey, man kann einfach nicht wegschauen. Es ist so schön. Silent,
Was ich an dem Film halt einfach auch mag, ist nicht nur, dass er visuell sehr viel sich vom Comic hat inspirieren lassen, sondern auch, es fühlt sich einfach an wie ein Comic. Es gibt hier immer diesen Rorschach als Erzähler, ne? Das ist schon, gibt dem Ganzen so was Literarisches irgendwie, also irgendwie so ein Hörbuch teilweise. Aber das gibt irgendwie schon das richtige Feeling und einfach, wie die Geschichte erzählt wird, wie langsam sie auch erzählt wird, das ist nicht besonders hektisch. Da wird sich echt eigentlich Zeit gelassen. Gerade im Ultimate Cut, der eben 3,5 Stunden geht, da ist es echt, als würdest du einen Comic lesen. Und da brauchst du sehr viel Geduld für. Und ich gebe zu, das ist schwierig. Also da komme ich jetzt zu den wenigen Kritikpunkten dieses Films. Ich finde, er verlangt einem schon sehr viel ab. Auch wenn alles interessant ist, alle Charaktere toll geschrieben sind und man wissen will, wo die Story hingeht, 3,5 Stunden sind einfach lang. Und dennoch würde ich lieber den Ultimate Cut anschauen als die normale Fassung, weil der Ultimate Cut wirklich alle Facetten aufgreift, die so echt ein bisschen weggeschnitten wurden. Die sind jetzt da und es gibt mir wirklich Hoffnung für Justice League, dass das da auch funktionieren wird. Weil jeder Charakter hat Tiefe, wirklich, da kommt keiner zu kurz. Und ja, aber es ist zu lang. Also wenn man es auf 3 Stunden hinkriegen würde, das wäre irgendwie so auf 3 Stunden mit der Qualität von 3,5 Stunden, das wäre halt perfekt. Und eine Sache, die ich dem Film auch noch ankreiden will, ist, dass ihm ein bisschen Leichtigkeit schon noch gut getan hätte. Ich finde, das ist sehr düster, sehr ernst, erdrückend und so. Ich meine, ich mag das, aber ich brauche schon so eine kurze Verschnaufpause, weil das dann auch einen schönen Kontrast ergibt. Ne? Du hast einen schönen Moment, bisschen Leichtigkeit und dann kommt wieder Bäm, düster, Regen, Donner, Gewitter, Rorschach. Ne? Also das ist halt, ich finde, das ist halt Zack Snyders Schwäche. Das hat man auch bei Man of Steel gesehen, dass es dann doch ein bisschen an Impact verliert, wenn es immer düster ist. Also es ist besser, finde ich, wenn es leicht anfängt, dann düster wird. Dann hast du wirklich so einen Kontrast und du stürzt komplett ab. Und so ist es halt immer auf diesem düsteren Level. Naja. Und ich habe den Film schon oft gesehen und was mich immer noch stört, ist irgendwie das Finale. Ich weiß nicht, das ist tickend zu kurz irgendwie. Der Impact, der hätte man ein bisschen besser inszenieren können. Aber es ist wirklich nitpicking. Watchmen muss jeder Comic-Fan gesehen haben. Gerade jeder, der jetzt Bock hat auf Justice League, auf den Snyder Cut, schaut euch Watchmen noch an, wenn ihr es noch schafft. Oder schaut ihn einfach nach dem Snyder Cut an. Das ist ein Film von Zack Snyder, den ich absolut empfehlen kann, den ich wirklich jedem so empfehlen würde. Es ist aber kein Film, den ihr irgendwie mit Freunden anschaut oder irgendwie so ganz gechillt, irgendwie während ihr nebenbei, weiß ich, am Handy seid oder so. Das ist wirklich ein Film, den müsst ihr wie ein Comic genießen. Ihr müsst euch hinsetzen und konzentriert zuschauen. So. Und dann wird das Spaß machen. Die Charaktere sind Hammer. Visuell Hammer. Audio Hammer. Story top. Es ist für mich ein A. Watchmen bekommt von mir ein A. Auch wenn er, wie gesagt, für mich persönlich schon sehr hart zu schauen ist, weil er doch sehr lang ist. Es ist, ja, man muss sich drauf einlassen. Und dann wirkt es auch ordentlich. Also ja, ich finde das einfach so gut, ey. So, so gut. Ich erinnere mich halt echt noch übel gut daran, wie ich den zum ersten Mal gesehen habe. Da war ich noch relativ jung. Ich glaube, ich war da so 16 oder so. Ich glaube, die Kinofassung ist auch ab 16, aber der Ultimate Cut ist ab 18. Also es ist schon ein sehr erwachsener Film, was ich nice finde. Also endlich mal erwachsene Comicfilme, da haben wir auch echt viel zu wenig von. Aber ich habe eben gesehen, wie mein Vater den im Fernsehen geschaut hat. Und bin ich da als Kind halt so, dachte so, oh, was ist das denn? Da sind so ein paar coole, der Typ hier mit dieser Maske sieht ja ganz nice aus. Da schaue ich mal ein bisschen zu. Und dann kommt einfach diese Szene, also wirklich Mini-Spoiler, weil ich umschreibe es einfach. Es gibt so eine Rorschach-Szene, wo er so einem kriminellen Typen auflauert und ihn erledigt. Und dann nimmt er so ein Beil und dann haut er auf den Kopf, auf diesen Kopf sein. Holy shit, traumatizing. Ich habe eine Woche nicht schlafen können wegen diesem Beil. Ich habe die ganzen Bilder gesehen, wie diese Beil da in den Kopf da, Gott. Also, aber ey, wirklich so, oh Gott, das sind so Memories, die ich echt, die feiere ich. Auch wenn es eigentlich voll traumatizing Memories sind. Naja, Leute, wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das auf jeden Fall. Wir sehen uns morgen bei der Justice League Kritik. Ansonsten sind jetzt zwei Videos, die ihr noch anschauen könnt. Und ja, schaut Watchmen an. Und ciao.